Sanja Sala. Lasst uns über Sternenträger 3 reden. Und über Erwartungen. Der Abgesang Ometions ist der Teil der Kampagne, wo die Helden endlich den Himmelsturm erreichen. Und dementsprechend groß sind da natürlich auch die Erwartungen. Man besucht den Himmelsturm ja auch in der Phileason-Kampagne. Dementsprechend ist das ein bekannter Schauplatz. Um sich hier nicht einfach nur zu wiederholen, greifen die Autoren der Sternenträger-Kampagne auf einen Trick zurück, den wir inzwischen ja schon zur Genüge von den ersten beiden Teilen kennen, nämlich Madayas Träume, in die das Schiff der Helden, die Bahalur, eintauchen kann, so dass die Spielergruppe eben diese ganzen Schauplätze zur Blütezeit der Hochelfen erleben können. Man umgeht hier also ziemlich elegant das Zeitreiseproblem, aber fängt sich damit auf der anderen Seite ein neues Problem ein, das auch schon von einigen Leuten kritisiert worden ist. Denn wenn ein Großteil der Kampagne nur im Traum und wenn es die Träume einer Lichtelfe sind, stattfindet, dann heißt das, dass ein Großteil von dem, was die Helden erleben, nicht real ist und deswegen auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Spielrealität haben kann. Das ist zwar ganz praktisch, weil man sich auf diese Art und Weise eben nicht das Zeitreiseparadoxon einfangen kann, aber auf der anderen Seite ist es eben auch, naja, möglicherweise unbefriedigend. Denn normalerweise möchte man ja, dass die Handlungen der Helden eben Folgen haben. Dieses Problem sollte man sich bewusst sein, bevor man die Kampagne anfängt. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es möglicherweise auch nicht so schlimm. Also, ich verstehe, wieso es Leute stört, auch massiv stört. Deswegen habe ich ein bisschen ausführlicher über die Sache nachgedacht. Und zwar, ich habe ja irgendwann mal die Borbarad-Kampagne gespielt. Wie so viele von uns. Diese Kampagne wird immer noch von vielen unglaublich gehypt, obwohl die Borbarad-Kampagne nach heutigen Maßstäben eine katastrophale Railroad ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwann besser wird, denn wir haben die Kampagne nie beendet, aber zumindest am Anfang läuft es eigentlich immer so. Die Helden kommen kurz vor knapp am Schauplatz des finsteren Rituals an, kämpfen da noch ein bisschen und können das Schlamassel am Ende doch nicht verhindern. In Albtraum ohne Ende kommt erstmal Borbarads Geist wieder zurück in die dritte Sphäre und in unsterbliche Gier bekommt er dann auch wieder einen Körper. In Pforten des Grauens kann man genau eine der 3 Babydämonenarchen töten, denn die anderen beiden müssen davonkommen. Denn das sind die Plagenbringer und die Stadt aus der Tiefe. Und ohne die beiden funktioniert der weitere Metaplot nicht mehr. Dann könnten wir uns Bahoms Ruf ziemlich schenken. Und trotzdem reden heute noch alle von dieser Kampagne. Das hat sicher viele Gründe. Aber ich denke, ein wichtiger Grund ist dieses Ich-war-dabei-Gefühl. Dass man auch nach Jahren noch sagen kann, ich habe das erste Zeichen empfangen. Ich habe Liscom von Fasar den Todesstoß verpasst. Ich denke, das sind die Dinge, die heutzutage noch Leute bewegen, diese Kampagne anzufangen. Obwohl man heutzutage eigentlich ganz andere Ansprüche an Spieler-Agency und Einfluss auf den Ausgang des Abenteuers stellt. Und jetzt kommt auch der Bogen zurück zur Sternenträger-Kampagne. Denn ich denke, dass dieses Ich-war-dabei-Gefühl tatsächlich das ist, was diese Traumsequenzen bedienen können. Dieses Ich stand im Himmelsturm, ich sprach mit Ometion. Das ist das, was diese Kampagne kann. Und ich denke, wenn man wirklich eine Gruppe ist, die sehr viel Wert auf größtmögliche Handlungsfreiheit
und Möglichkeiten, den Ausgang des Abenteuers zu beeinflussen, legt, dann sollte man vielleicht nicht DSA-Kaufabenteuer spielen? Nur so ein Gedanke. Insofern würde ich die Kampagne auf jeden Fall in Schutz nehmen. Aber ich sehe leider noch ein anderes Problem, das ich auch, glaube ich, schon mal angesprochen habe. Und zwar diesen Fokus auf Amalaya. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass vieles in der Kampagne damit steht und fällt, ob die Helden sich für Amalaya erwärmen können und ob dieser NSC ihnen wichtig ist. Ich finde aber jetzt gerade beim Abgesang Omethions wird deutlich, dass es damit möglicherweise noch nicht mal getan ist, sondern dass dieses Problem tiefer geht. Das dritte Abenteuer ist in drei große Abschnitte unterteilt. Und zwar behandelt der erste davon die Ankunft am Himmelsturm. Und zwar sowohl die Ankunft der Helden als auch die Ankunft Amalayas. Also es gibt da so im oberen Bereich des Turmes einen großen Empfang, wo Amalaya auch das erste Mal so die ganzen wichtigen Persönlichkeiten des Himmelsturms zumindest mal von fern gesehen hat und auch mit einigen geredet. Und in diesem ersten Abschnitt ist auch schon gleich das nächste Unterkapitel betitelt als Der Empfang, der Beginn einer Liebesgeschichte. Mit dieser Liebesgeschichte ist die sich anbahnende Beziehung zwischen Amalaya und dem aufstrebenden jungen Elfen Felurian, der zum Clan der Waffenschmiede gehört, gemeint. Und hier zeigt sich im Grunde genommen auch schon das Problem, auf das ich hinaus will. Es gibt eine Liebesgeschichte. Okay. Aber die Hauptfiguren, nämlich die Helden, sind nicht Teil dieser Liebesgeschichte. Wenn wir in einem Roman eine Liebesgeschichte hätten, dann wäre der Protagonist oder die Protagonistin ganz selbstverständlich Teil davon. Es ginge dann natürlich um ihre oder seine Liebe. Natürlich funktionieren Rollenspiele anders. Eine Liebesgeschichte ist jetzt kein klassisches Abenteuerthema. Das ist höchstens mal ein Subplot, der normalerweise auch nicht vom Abenteuer oder von der Spielleitung vorgesehen war, sondern der sich halt irgendwie im Spiel entwickelt, beziehungsweise von der Gruppe ausgeht. Die Lage ist ja generell schon mal anders, weil wir statt klassisch einem Protagonisten in der Regel drei bis sechs Protagonisten haben, die alle gerne Spotlight wollen und die alle Helden sein und ihre Geschichte erzählen wollen. Und wenn es jetzt aber im Abgesang Omethions eben um die Liebe von Amalaya und Felurian geht, dann sind die Spieler da zunächst mal nicht beteiligt. Die Spieler sind zu Zuschauern degradiert. Die machen andere Dinge, aber nichtsdestotrotz liegt der Fokus der Handlung auf Amalaya und wenn die eben beschließt, eine Beziehung mit diesem Felurian einzugehen, dann ist das das Thema. Und die Helden stehen da erstmal nur daneben. Dementsprechend kriegen sie diese Liebe auch nur aus der Außenperspektive mit. Es ist mehrmals etwas plump beschrieben, wie Amalaya in der Nähe von Felurian errötet, aber diese Plumpheit ist hier dem Medium geschuldet, denn die Helden müssen ja irgendwie mitkriegen, dass da was läuft. Wir haben keine Innenansicht unserer Protagonistin in Anführungszeichen, weil wir eben keinen Zugriff auf Amalayas Gedanken und Gefühle haben, sondern wir sind, wie gesagt, die Heldengruppe, die da dabei steht und, naja, mit ihren eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigt ist. Es gibt in dem Abschnitt des Himmelsturms, wo dieser Empfang stattfindet, einen besonderen Raum. Der nennt sich Raum des Lichtes und, naja, sein magischer Effekt ist es,
dass er die Erinnerung an ganz besonders wunderbare Momente aus dem Leben einer Person zurückbringt. Und auch hier ist es wieder ein Moment aus dem Leben Amalayas, dem die Helden beiwohnen dürfen. Was ja auch irgendwie logisch ist, denn die ganze Traumwelt speist sich ja aus Amalayas Erlebnissen und Erinnerungen. Aber es zeigt eben wieder ganz deutlich, dass die Helden hier nicht im Mittelpunkt stehen, sondern dieser NSC, den sie hoffentlich mögen. Ansonsten finde ich den Empfang sehr schön. Ich mag die kleinen Details, die auf die Gemachtheit dieser Traumwelt hinweisen. Zum Beispiel die unendliche Treppe, denn dieser Empfang spielt im oberen Teil des Himmelsturms und die Gruppe hängt gewissermaßen in diesem Empfang fest. Wenn sie also die Treppe nach unten nehmen, wo ja noch ganz schön viele Stockwerke anschließen. Übrigens, wunderschöne Karte. Die Karten in dem ganzen Abenteuer sind echt richtig toll. Dann kommen sie einfach oben wieder raus. Also sie können in diesem Abschnitt die anderen Teile des Himmelsturms nicht besuchen, sondern sie kommen über die unendliche Treppe dann oben wieder raus. Das kann man als Gängelung empfinden, aber ich finde es eigentlich, naja, ein ganz cooles Detail. Die Helden werden erst dann wieder aus diesem Abschnitt entlassen, wenn sie herausgefunden haben, dass Padona hier heimlich am Werke ist und Leute beeinflusst. Und solange sie das nicht herausgefunden haben, wiederholen sich bestimmte Schleifen einfach immer wieder. Also das ist sowas, wo man dann mit den neu gewonnenen Erkenntnissen aus dem letzten Durchgang im aktuellen Durchgang ein besseres Ergebnis erzielen kann. Was ich in der Theorie immer sehr schön finde, aber was in der Praxis auch sehr anstrengend werden kann. Also bei diesem Abschnitt bin ich echt neugierig, wie sich der in der Praxis macht. Es könnte sehr cool sein. Es könnte auch ziemlich schief gehen. Das würde ich tatsächlich gerne in der Praxis sehen. Der nächste Teil spielt immer noch im Himmelsturm, aber deckt einen viel größeren Zeitraum ab als dieser Empfang im ersten Teil. Und es gibt zwei große Handlungsstränge, die hier parallel laufen und sich auch ganz produktiv ergänzen, wie ich finde. Bei dem einen geht es weiterhin um die Liebesbeziehung zwischen Amalaya und Felurian, die auch mit dem Ziel der Helden in diesem Abschnitt zu tun hat. Denn die Helden suchen ja die Bruchstücke von Amalayas Seelenlied und eines dieser Bruchstücke hat sich an ihr Yama, also an ihr Seeleninstrument, gebunden, das immer noch im Himmelsturm liegt. Und die Fenwar, also die Hochelfen, hatten wohl ein bisschen ein anderes Verhältnis zum Thema Yama als die heutigen Elfen, die man so kennt. Also das ist kein Fehler, das wird von dem Abenteuer auch thematisiert, dass es damals eben üblich war, dass Paare zusammen ein Yama hergestellt haben, um, ja, ich weiß nicht, um ihre Beziehung zu festigen. Vielleicht so ein bisschen wie die zwergischen Hochzeitsbräuche. Ich glaube, die schmieden irgendwas zusammen bei der Hochzeitszeremonie. Also es geht ein bisschen in die Richtung. Das heißt, die Beziehung zwischen Amalaya und Felurian ist die Voraussetzung für die Entstehung dieses Yamas, das die Helden dann letztlich in der Realität finden müssen. Beziehungsweise, ob sie das selber finden oder ob man das an die NSCs delegieren möchte, das ist nochmal eine andere Frage, auf die ich am Schluss nochmal zu sprechen komme. Der andere große Handlungsstrang ist der historische Part, also die bekannten Ereignisse, wie Padona langsam viele der Hochelfen auf ihre Seite zieht, wie sie Ometeon und Emiziel umgarnt und ja, diese beiden Handlungsstränge berühren sich, weil sich Padona eben auch an Felurian ranmacht, woran dann schließlich die Liebe zwischen Amalaya und Felurian zerbricht. Allerdings nicht, bevor das gemeinsame Yama fertiggestellt ist.
Von Seiten der Helden ist in diesem Teil wieder sehr viel soziale Interaktion gefragt. Also sie müssen sich über das Thema Yama informieren und eben erstmal draufkommen, dass der Splitter des Seelenliedes, der sie überhaupt an diesen Ort geführt hat, eben an dieses Yama gebunden ist. Und dann geht es darum, eben herauszufinden, wo dieses Yama letztlich abgeblieben ist. Denn Amalaya hat das beim Fall des Himmelsturms, als alles den Bach runterging, nämlich noch versteckt. Und dieses Versteck muss dann eben in der Realität aufgesucht werden und das Yama geborgen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass Zeit ist, den Himmelsturm zu erkunden, die verschiedenen Clans kennenzulernen, die verschiedenen Wunder, also eben, naja, irgendwo das, wofür man eine Elfenkampagne spielt. Und dass sich die Helden dabei eben auch Freunde und Feinde machen können. Also sie können hier Pluspunkte bei verschiedenen Leuten und verschiedenen Clans sammeln. Und davon hängt dann ab, wer auf ihrer Seite ist, wenn es zum Aufstand kommt, nachdem Pardona Emeziel den Mord an seinem Bruder Omezion, den sie natürlich selber begangen hat, in die Schuhe schiebt. Hier hätte ich mir ergänzend nur vielleicht noch eine kleine Tabelle oder so gewünscht. Irgendwas, wo man ankreuzen kann, wo die Leute Plus- und Minuspunkte gesammelt haben. Denn so muss ich mir das als SL selber machen. Naja, das wäre einfach noch ein bisschen Komfort gewesen. Aber prinzipiell eine schöne Mechanik. Auch alles schön übersichtlich gegliedert. Ich finde es gut, dass die Figuren, die Schauplatzbeschreibungen und die eigentliche Handlung getrennt gehalten sind. Aber das ist man jetzt bei DSA 5 ja im Grunde genommen schon gewohnt. Was mir erstmal nicht so in den Kopf wollte, war, wieso sich Pardona eigentlich mit Felurian abgibt. Also wieso sie sich die Mühe macht, den auch noch zu verführen. Denn sie ist ja eigentlich schon gut beschäftigt mit Omethion und Emeziel, die sich ihretwegen kabbeln. Und naja, Felurian kam mir erstmal nicht so wichtig vor. Ich meine, gut, diese Danisia Feuerlohe, das Oberhaupt vom Clan der Waffenschmiede, baut ihn wohl so ein bisschen zu ihrem Nachfolger auf, aber ja, das kam mir ein bisschen forciert vor. Aber ich denke, es ist okay, dass sie den halt auf ihre Seite bringen will. Aber ich finde ihre Versprechungen von wegen, oh, sie will nur ihn und sie wird Omethion verlassen. Ja, genau, wegen irgendeinem jungen No-Name-Elfen wird sie Omethion verlassen. Also, da müsste Felurian schon extrem dumm sein, um ihr das abzukaufen. Aber naja, ist in Ordnung. Denn daraus speist sich ja dann letztlich die Tragik der Geschichte, weil Felurian auf diese Art und Weise eben zu einem der ersten Chakagra, also zu einem der ersten Dunkelelfen wird und dann eben als Feldherr Feyangola Finsterblick wohl schon im nächsten Abenteuer dann in Erscheinung tritt. Und dass Amalaya eben das Herz gebrochen hat. Apropos nächstes Abenteuer. Ist ja auch schon mit Titel bekannt. Das Sturmgeheul von Xiadu wird die Helden wohl ins Bornland führen und sie werden wohl auch Niam Goldhaar kennenlernen. Das wird in diesem Abenteuer etwas unsubtil bereits eingestreut, indem Niam sich schon mal in den Traum einbringt und sagt: Hey, hallo, übrigens, kommt mich mal besuchen. Das fand ich erst ein bisschen, was? Aber es wurde zumindest für mich beim Lesen dann so eine Art Running Gag. Denn Niam bedient sich dabei eben der Figuren in dem Traum, also zum Beispiel Omethions oder der anderen Hochelfen, die da rumlaufen, die plötzlich immer völlig kontextlos ihren Namen erwähnen und dann sagen: Was? Habe ich Niam gesagt? Aber Niam ist doch gar nicht da. Und also ich fand das beim Lesen zunehmend erheiternd. Und es gibt den Spielern auch ein bisschen was zu grübeln. Weil man merkt halt, hoppla, hier ist irgendwas komisch, aber sie müssen ja deswegen nicht gleich verstehen, was jetzt eigentlich da dahinter steckt. Tja, wenn am Ende dieses Abschnittes dann klar ist, wo Amalaya ihr Yama versteckt hat,
können die Helden, so wie es im Abenteuer vorgesehen ist, mit der Besatzung der Wahalür kommunizieren. Und die können dann in der echten Welt das Yama aus dem verlassenen Himmelsturm bergen. Es steht jetzt noch der dritte Teil aus. Und zwar spielt dieser dritte Teil nicht im Himmelsturm, sondern in Rühl-Arg. Das ist eine der unterseeischen Städte der Shakagra. Und die Helden landen dort eher unfreiwillig, denn nachdem Felurian Amalaya das Herz gebrochen hat, ist die Traumwelt sehr instabil. Und diese Instabilität nutzt der Antagonist Arantalva, um die Helden sozusagen von einem Traum in einen Albtraum zu reißen. Und dieser Albtraum ist eben eine Version von Rühl-Arg, die vage zu der Zeit verortet ist, als Feyangola Finsterblick sich im heutigen Bornland auf Kriegszug gegen die Hochelfen befand. Der Teil, der in Rühl-Arg spielt, hat völlig zu Recht die besten Kritiken bisher bekommen. Deswegen sehe ich mich hier in meiner These bestärkt. Das Problem ist nicht, dass alles nur im Traum stattfindet. Denn Rühl-Arg ist genauso ein Traum wie die vorherigen Parts im Himmelsturm. Sondern das Problem ist, dass es die meiste Zeit nicht um die Helden geht. In Rühl-Arg geht es um die Helden. Und zwar darum, wie sie da halt wieder rauskommen. Und es schadet natürlich auch nicht, dass Rühl-Arg im Gegensatz zum Himmelsturm ein unverbrauchtes Setting ist. Und ja, ein bisschen was Neues bietet. Nicht neu jetzt für das Rollenspiel als Ganzes, aber sicherlich neu für DSA. Und es bietet eben ganz andere Freiheiten als die Teile davor. Das Ziel ist es, wie gesagt, aus dem Albtraum zu entkommen. Und dazu müssen die Helden erstmal aus der Stadt entkommen. Also ich hoffe, sie verstehen das. Ich meine, gut, sie haben schon Vorerfahrungen mit Traumwelten. Aber der Gedanke ist halt, wenn sie innerhalb des Albtraumes Rühl-Arg verlassen können, dass dann eben auch der Albtraum platzt. Dafür gibt es ganz verschiedene Wege und Lösungsansätze, die auch grob ausgearbeitet und vorbereitet sind. Also sowohl als Spielleitung als auch als Spielergruppe findet man hier einiges an Inspiration, wie man die Sache angehen könnte. Und das Ganze wird auch noch begleitet von einer, wie ich finde, ziemlich coolen Mechanik. Aber fangen wir vielleicht erstmal von vorne an. Dieser ganze Rühl-Arg-Plot kündigt sich an, indem an Bord der Bahalür plötzlich irgendwelche Dunkelelfen-Stammbäume auftauchen. Die spielmechanische Funktion davon ist, dass die Helden in Rühl-Arg in einen Intrigen-Plot einsteigen können, denn die hohen Häuser der Shakagra schlagen sich da in Abwesenheit von Feyangola Finsterblick ein wenig die Köpfe ein. Und die Helden können sich da eben positionieren und Vorteile daraus schlagen. Die Blutlinien an sich sind schon mal ziemlich beeindruckend, denn diese dunkelelfischen Adelshäuser führen sich überwiegend auf berühmte Dämonen zurück. Das heißt, wir haben da zum Beispiel die Issia-Hadin-Blutlinie, die Madairael-Blutlinie, Nishkatat, Maktans, Hanestil, also das Who is Who der Niederhöllen. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Ich verstehe nur nicht so wirklich, wieso diese Stammbäume unbedingt an Bord der Bahalür erscheinen müssen. Das macht es den Helden einfacher, aber ich fände es eigentlich schöner, wenn sie diese Bedeutung der Blutlinien, denn die Shakagra bilden sich da furchtbar viel drauf ein, dass sie das vielleicht in Rühl-Arg selber mitbekommen und nicht irgendwie so gefüttert über ihr magisches fliegendes Schiff. Aber jetzt kommen wir zur eigentlich coolen Sache. Und zwar, die Helden wachen in diesem Albtraum als Gefangene der Shakagra auf. Was erstmal keine so angenehme Situation ist. Und können da auch gleich mal fiesen Dunkelelfen-Experimenten zum Opfer fallen, mit denen die Shakagra gefangene Hochelfen in ihresgleichen verwandeln. Solange die Helden Gefangene bzw. Sklaven sind, genießen sie praktisch keinerlei Handlungsfreiheit und haben wenig Aussichten, aus der Stadt zu entkommen.
wenn schon mal einer von ihnen durch dieses Experiment in einen niederen Chakagra verwandelt wird, werden die Chancen schon ein bisschen besser, aber richtig verbessern sich ihre Chancen eigentlich erst, wenn sie sterben. Und naja, das ist das Coole, denn wenn die Helden in diesem Albtraum sterben, dann sind sie eben nicht tot, sondern sie kommen wieder. Und zwar kommen sie jedes Mal als Angehörige einer höheren sozialen Schicht wieder. Also sie beginnen als Sklaven, im zweiten Schritt können sie dann als Helfer der Chakagra, zum Beispiel als diese Scherenwächter-Kreaturen wiederkommen. Und das geht hoch bis Stufe 6. Auf Stufe 6 sind sie dann Anführer, bedeutende Zauberweber, Priester. Und naja, dieser Statusgewinn, der die Flucht aus Rül'arg einfacher macht, geht gleichzeitig einher mit steigender Korruption. Das heißt, auf diesen höheren Leveln werden die Helden dann eben auch selbst grausamer und fangen mehr an zu denken wie Dunkelelfen, was sich dann wiederum in Seelenmakeln auf der Bahalür manifestieren kann. Also haben wir auch hier wieder eine Wiederholungsstruktur, ähnlich wie wir es schon im Empfang hatten, denn es muss nicht beim ersten Fluchtversuch klappen. Es ist vielleicht sogar schade, wenn es beim ersten Fluchtversuch schon klappt, denn man kann hier als Spielleitung tatsächlich mal fröhlich einen Party-Vibe provozieren, wenn die Helden eben keinen guten Plan haben, sondern irgendwas Dummes versuchen. Denn sie wachen dann auf höherem Level wieder auf und können sich überlegen, wie sie es diesmal schlauer anstellen. Das ist toll, weil man sich als SL da eben mal nicht zurückhalten muss, sondern einfach mal draufhauen kann und die Dunkelelfen auch wirklich so gefährlich spielen, wie sie gespielt gehören. Und auf der anderen Seite finde ich es total spannend, dieses Thema der Verführung durch Macht auszuspielen. Das ist dann natürlich mehr auf Spielerseite verortet, aber wenn man gute Spieler hat, dann glaube ich, ist das eine sehr spannende Sache. So, und sehr viel mehr möchte ich zu Rül'arg auch eigentlich gar nicht sagen. Ich möchte euch nur am Schluss noch den Tipp geben, wartet nicht bis zum dritten Teil, bis ihr eure Spieler in den Mittelpunkt rückt, sondern fangt vorher schon damit an, ihnen Freiräume zu schaffen und seht zu, dass sie nicht das Gefühl kriegen, dass sie nur dabei stehen, während coole Dinge passieren. Denn das kann diese Kampagne wirklich killen. Und dafür muss man vielleicht gar keine großen Änderungen vornehmen. Ich stelle es mir zum Beispiel total schön vor, bei diesem Raum des Lichtes am Anfang einfach mal die Spieler, die diesen Raum betreten, zu fragen: Wie sieht's aus? An was für einen ganz und gar wunderbaren Moment erinnert sich dein Charakter? Und dann den Spielern da die Ausgestaltung überlassen. Meinetwegen auch mit einer kurzen Pause davor. Ich denke, so kann man ziemlich viel über die Spielercharaktere erfahren und es geht eben nicht immer nur um Amalaya. Ja, und wer das Gefühl hat, er braucht eben einen Schuss Realität, der kann, nachdem die Helden aus Rül'arg zurückgekehrt sind, sie ja tatsächlich nochmal in den echten Himmelsturm reinjagen. Ich denke, das kann auch durchaus einen Mehrwert haben. Aber hier gilt meines Erachtens wie immer, Kommunikation macht vieles einfacher. Fragt eure Spieler, ob sie Lust haben, nachdem sie den Himmelsturm jetzt schon in seiner Blütezeit kennengelernt haben, ob sie ihn nochmal im verfallenen Zustand sehen wollen oder ob sie da keine Lust drauf haben. Man muss als SL nicht immer alles alleine entscheiden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Sternenträger-Kampagne. Nordau!